Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 5 mit dem Ameisenkönig. Ihr werdet euch wahrscheinlich jetzt irgendwie fragen, wenn ihr wirklich penibel meine Folgen verfolgt, warum hier jetzt ein H ist. Ich bin hier irgendwie ein bisschen auf Eis geschmissen worden, denn wieder mal hat mich meine Livegamer Portable verarscht und eine Mission nicht aufgenommen, beziehungsweise da den Ton von nicht, also nicht mich, sondern wieder den Spielsound, was eigentlich komplett mich abfuckt, weil ich ja dann nochmal die Mission nochmal neu machen muss. Und da ich jetzt schon so viel danach aufgenommen habe, bin ich schon ein bisschen weiter im Spiel, aber mach dann diese Mission nochmal für euch hier. Also, ja, ist das hier eigentlich die neueste Episode? Obwohl die nächsten, also, weil die nächsten Folgen dann irgendwie wieder mein Vergangenheits-Ich sind. Also von jetzt aus. Also von dem, was ich jetzt aufnehme. So. Das wäre die Mission Großreine machen. Und zwar treffen wir da nochmal Davy. Und ja, klar. Davy, denn wir haben ja in der letzten Episode den Burrow-Überfall gemacht, wenn ich mich recht entsinne, ja. Und das sollte eigentlich das letzte Ding sein für die Federal Investigation Bureau, Leute. Und ja, ich hoffe mal, dass Michael, Trevor und Franklin jetzt von denen jetzt entlassen werden. Und ich hoffe, ich trage nicht meine Freizeitklamotten. Ich will den Anzug tragen. Oh ja, gut. Ich mag aber eher den blauen. Der blaue sieht viel geiler aus als der graue, aber naja, besser als nichts. Ja, wir treffen uns jetzt hier mit Davy, wie gesagt. Denn seit der Sache mit vor 10 Jahren hat uns ja Davy in das inoffizielle Zeugenschutzprogramm aufgenommen. Und da sind wir jetzt eigentlich reingerutscht, also wieder denen bei ein paar Sachen zu helfen, also deren Korruptheit zu vertuschen, das Wort habe ich gesucht. Und da wir ja diesen einen Raubüberfall gemacht haben, diesen Juwelier-Raubüberfall, den allerersten damals noch, mussten wir das wieder anfangen. Und ja, ich hoffe, das war jetzt eigentlich die letzte Episode mit denen, der Büroüberfall. Aber hier scheint ja doch noch was abgehen zu wollen, oder? David, that's why we're such great friends, huh? We're old school, we like old-fashioned things, like newspapers, celluloid. Good guys, bad guys. We're friends? Well, I don't know. You tell me. We did what you said, right? Got those people off your back. Now you're gonna do like you said and cut me loose, right? Things are not gonna work out quite that way. There's a bit of a problem. That's right, Davy boy. You could say that. Steve, I told you I would handle this. Oh, because you've handled everything so fucking well so far, haven't you? All right, I admit things have been a little unorthodox, but... Fucking orthodox! You've ruined my career. Agent Sanchez, arrest these men, both of them. Steve, oh, come whoa! On, please. You fucking kidding me? Arrest me for what? For multiple counts of every fucking crime under the fucking sun. Oh, well, then let me rephrase. Why? Why? Because. Because you don't want me to testify in court about our various business dealings, right? Agent Sanchez, apprehend the suspect! Agent Sanchez, you'll do no such thing. Now, Steve, we agreed to speak to Michael, to try and explain things to him, not this. This causes problems for us all. Okay, okay. Then put your gun down and we'll talk. After you, buddy. Come on, where's the trust? You can do better than that. They know or think they know that I'm the one that was behind the incident. Uh-huh. And now you want me to clean up your mess again, right? Before I end up at the bottom of the ocean. Fucking good luck with that. Put the weapons down, boys. Fun time is over. We've got you. Anti-American activity. Put your weapons down, all of you. Who the fuck are you with? With me. You fucking rat. I knew you didn't have the balls for this. For the record, I'm a patriot. I love my country. Put the weapons down. Fuck you. We all know you agency boys are ball deep in a plot to drive up your funding by any means necessary. Put the guns down, gentlemen. Who the fuck are they? Fucking Merriweather. What are they doing here? Steve, put your gun down. Oh, same goddamn leg. Go! Fuck! Bullshit! Oh, wunderbar! Ja. I ain't going anywhere, Davy, until some more of these guys kill each other!
Leider kann ich hier meine Überraschung nicht nachspielen, die ich hier empfunden habe, als ich das erste Mal das hier aufgenommen habe. Aber mega crazy. Steve will uns doch noch an Arsch. Alter, verpiss dich. Und ich glaube, der lebt noch. Moment. What happened to Haynes? Federal Investigation. Ist der noch? Nee. Du bist vorbei, Alter. So. Oh Mann, jetzt wollen uns wirklich, will uns wirklich jedes Regierungsabteilungs-Dingensbummens. FIB, wahrscheinlich noch als ATF an den Kragen. Meriwether sowieso. So, was geht denn jetzt ab? Da ist einer hinter der Ecke. Hinter der Ecke. So. Was nehme ich denn mal? Soll ich mal irgendwie. Ah, hier mal die Sturmstoßflinte. Wieso habe ich die nicht mal genommen? Was, das ist ja nicht die Sturmstoßflinte, das ist die AK. Wieso habe ich die ausgewählt? Und... Na komm schon. Job, T? No, I'm just here for the opportunity. Now run! Geil, Trevor ist wieder da. Union and all, but I'm about to get jumped by a team of rogue agents. T, you got the vantage point. Give Dave a hand. This is the guy who iced Brad and would ice me? I'd be better off putting my sights on him. Alles klar, machen wir. Aufs Maul oder was? Ich will jetzt mal die Schrotflinte haben, die Sturmschrotflinte. So. That's my style. Bam. Trying to kill me. They're a corrupt division, gone rogue or on the IAA payroll. I thought you were the corrupt division. Corrupt? Only a little. Definitely below average. Don't mind me. Alles korrupte Säcke und dann sagen sie noch, hier gibt's Unterschiede in der Korruptheit. Oh Mann. Ich weiß nicht, wo ich runterkommen kann. Irgendwie bin ich, glaube ich, falsch abgewogen. Ja. Ich habe irgendwie die Treppe verpasst. Nee, da oben ist... Schön. Moment, ich bin gleich da. So, ja, jetzt sind wir richtig. Super. Ich komme von total falschen Ecke, ey. Scheiße. Shit. So, wollen wir erstmal Davy beschützen, oder? Jawohl. Oben kommen auch noch welche runter. Oh Gott. Was ist denn hier? How much is this costing the taxpayer? Dann noch einer.
gibt's ja nicht. Haha, geil. Wo sind da noch welche? Ich sehe es nicht. Ach, da. Ja, super, danke, T. Da ist ja auch noch einer. Oh, wie viele sind das denn? Bodies, there'll be cars in the lot. Put as much dirt between you and this place as you can. And do not contact me until you're absolutely sure you're clear. Alles klar, super. Mike, before you disappear, we need to have a conversation. So conversate. Not here. Meet me behind the pawn shop in Morningwood. I'm taking this one. So long. Dann nehme ich den hier. Be careful, Davy. Ah, Muscle Car, geil. Ja, jetzt wird es nämlich etwas aufregend, würde ich sagen. Ich habe für diese Stelle etwas länger gebraucht. Denn hier gibt es noch einen gegnerischen Heli, der uns verfolgt. Oh, scheiße. Irgendwie, hallo, schießt er nicht auf uns? Doch, er schießt auf uns. Der hat aber nicht nur MGs oben drauf, sondern... Ah, Raketenwerfer! Shit. Kranker Scheiß, ey! Wow! Hauptsache, er ist nicht hinter Davy her, sondern hinter mir! Oh, oh Gott, crap. Nein! Oh, fuck! Oh, Schiss! Nein! Ah! Okay, so habe ich, glaube ich, die letzte Aufnahme auch verbracht. Aber die ganze Zeit geflucht. Wir müssen uns die ganze Zeit bewegen, das ist das Problem. Und, oh ja, der Trick ist, einfach... irgendwo in den Tunnel zu fahren. Das wäre eigentlich das Beste. Da weiß ich gerade nicht mehr, wo hier ein Tunnel ist. Ich glaube, da hinten irgendwo. Bei den Hochhäusern. Oh, scheiße. Da knallt ja sogar alle Leute ab, die es hier gibt. Alle anderen Taxifahrer, sage ich schon. Autofahrer. Nein. Bewegung, bleib in Bewegung, Michael. Oh nein, oh nein, oh nein. Das ist natürlich jetzt richtig kacke. Vielleicht hier rein. Shit. Hier im Filmstudio kriegt er uns vielleicht nicht, oder doch? Okay. Nein! Wow, die haben die Schranke so rechtzeitig aufgemacht. Oh, fuck. Wo ist hier ein verdammter Tunnel? Ich habe schon total vergessen. Hier irgendwo war noch einer, oder? Komm, Leute, sagt mir das doch. Sagt mir, wo der Tunnel ist. Wow. No. Ich glaube Richtung Freeway, aber in welche Richtung ist der Freeway? Wow, oh nein. Shit! Hier vielleicht? Ich muss das Ding eigentlich mal abknallen. Na komm, wir probieren es nochmal. Einfach wegfahren. Das Ding ist aber super schnell. Oh, verdammt nochmal. Zu viele Autos. Oh. Ich mag das Auto auch irgendwie doch nicht. Ah, der zerschießt mir gleich noch die Reifen. Dann bin ich total am Anus. Oh nein. Der Helikopterfahrer ist echt gut ausgebildet. Er muss man echt ehrlich zugeben. Ach, er ist weg. Ah, super. Das denn geschafft. Uah. Halleluja. Halleluja. Oh ja. Oh, ey, verpiss dich. Ah, okay. Erstmal durchatmen. Wieso hat der Heli denn jetzt aufgegeben? Das finde ich ein bisschen lame von ihm. Das hat gerade so Spaß gemacht. Nein. Ehrlich, das ist mega heftig gewesen. Hätten wir irgendwie einen richtigen Unfall gebaut, dann wären wir wirklich am Arsch gewesen. Hätte uns einfach mit der Rakete abgeschossen. What are you doing smoking, huh? No, that's bad for you, don't you know, huh? Yeah, well, maybe it's got a little something to do with being caught in the middle of a three-way firefight between two government agencies and a private militia. You know, it gets me a little stressed out. Okay, but we still need you alive, Mikey boy. I mean, you know, at least for now. Unless, of course, you have another surprise for me.
Huh? Maybe something to do with another inappropriate friendship? Yeah, that wasn't exactly Dave's fault. No, no, no. He's just the friendly face of a corrupt government agency looking to further his career by dealing with an equally corrupt and full to the fucking brim with bullshit low-rent hood. Listen, Trevor. Listen, I've been meaning... I've been meaning to tell you, you know? I mean, what, homie? What have you been meaning to tell me, huh? That you stabbed me in the back, or that you were and always will be a worthless wretch who deserves to be put under. Yeah, well, what the fuck did you come back for? Oh, you know why. Ah, no, no, no. One last score. Mm-hmm. And if it goes good, guess what? I don't have to put a little bullet in your head. But if it goes bad, well, that's okay, too. Because then you and I get to go to hell. And I get to spend the rest of eternity with you, tormenting you. Well, I guess it's on then. Yeah, I guess it is. Call Lester. Let's go. On speakerphone. Hey, it's me. I know. How'd it go? Just fabulous. Ran into an old friend. Matter of fact, he saved my ass. Ooh, we're all friends now. Suppose a group hug's out of the question? He wants to, still go on the final victory tour. All right, when it looks like it's a go, I'll contact you. And remember this, gentlemen. If we pull this off, we will be making history. Sordid, nasty, depraved history. But history, nonetheless. All right. There. You happy? Fucking thrilled. Don't forget, amigo. Keep my eye on you. Yeah. Alles klar. Oh, ich habe doch nicht so viele Kopfschüsse verteilt. Hä? Hey, ich habe mir echt Mühe gegeben. Verdammt nochmal. Naja, egal. So, das war's mit der Mission. Ich werde dann mal die nächste Mission machen, die ja jetzt mit dem Überfall zu tun hat. Da könnt ihr euch in, ich glaube, so 3, 4, 5 Folgen vielleicht freuen. Oh Mann, das wird sicher mega geil. Gerade die Vorbereitung abgeschlossen. Ich will euch jetzt natürlich nicht zu viel verraten, aber naja. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann drückt doch auf Daumen hoch, das finde ich cool. Und dann sehen wir uns in der nächsten wieder. Macht's gut, ciao.